Ich bin heute hier für euch am Pannonienring mit Kawasaki Deutschland. Danke Kawasaki Deutschland für die Einladung zum Test dieser schönen ZX6R. Das Motorrad jetzt halt ausgiebig heute, das ist der erste Tag hier am Pannonienring getestet, also ich habe es getestet und noch ein paar andere. Und wenn das Wetter mitspielt, dann werden wir morgen auch noch ein bisschen fahren. Ja, also was soll man sagen zu einer ZX6R? Ich habe natürlich schon ein bisschen Vergleich, bin eine R6 schon gefahren von der Yamaha und der erste Eindruck von dem Motorrad, ich muss dazu sagen, wir sind hier auf Slicks unterwegs, Bridgestone-Reifen drauf, die funktionieren, wie ihr wisst, immer gut. Der erste Eindruck von dem Motorrad, für das, dass es eine 600er bzw. 636 Kubik Maschine ist, verblüffend bzw. überraschend viel Leistung im mittleren Drehzahlbereich. Und wer mich schon länger verfolgt, der weiß auch, dass ich mehr so ein smoother Fahrer bin und auch mal gern irgendwie schon früher einen Gang hochschalte oder so und das Ganze ein bisschen so smooth und unter Zug fahre. Das ist hier vor allem am Pannonienring sehr relevant, weil du halt schon ein paar Stellen dabei hast, da wo du vielleicht im dritten Gang unter Vollgas mehr Unruhe reinkriegst und halt mit einem Gang höher, in dem Fall den vierten, dann vielleicht smoother, aber dafür halt wirklich aufmachen kannst und Anschlag fahren kannst. Und das funktioniert mit der ZX6R wirklich gut. Also das ist mir sofort positiv aufgefallen, dass du hier wirklich im mittleren Drehzahlbereich relativ viel verhältnismäßig Leistung hast. So, mit der Ninja 400 bin ich jetzt schon gefahren, das war gar nicht so übel und jetzt darf ich dann hoffentlich später einmal mit der ZX6R mit Slicks fahren. Das ist die vom Nesti im Moment. That's it. Schauen wir mal, was haben wir denn da drauf? Ah, Bridgestone. Sehr schön. Und nicht so diesen Schub oben raus hast, sondern dann wirklich einfach auch mal früher hochschalten kannst und trotzdem nicht wirklich langsamer bist. Das ist zum einen zum Motor. Es ist wirklich überraschend positiv aufgefallen. Hätte ich nicht gedacht. Im Summa summarum, so ein bisschen vorzugreifen, das Motorrad hat mir heute nach ein paar Anfangsschwierigkeiten organisatorisch mega Spaß gemacht hier am Pannonienring. Ich bin ja eigentlich so, Pannonienring ist so ein bisschen für mich so eine Hassliebe. Ne? Ich finde das Layout super, die Strecke hat aber ein bisschen mittlerweile gelitten. Und wenn du hier mit einer Tausender schon mal gefahren bist, dann weißt du, wie stressig der Pannonienring hier ist. Und du musst halt immer, du hast immer das Vorderrad oben und du musst immer in den Rastern stehen. Ist halt mega anstrengend mit der Tausender. Und hier jetzt mit der ZX6R ist es relativ entspannt gewesen und ich hatte tatsächlich das erste Mal seit langem wieder am Pannonienring tatsächlich Spaß. Ja, war echt auf jeden Fall witzig. Und es war auch gar nicht so langsam. Also wir haben ja das Serienfahrwerk und das Moped ist aus der Schachtel mit Kennzeichen und Spiegel. War halt richtig Spaß gemacht. Bis auf die Slicks ist das Motorrad serienmäßig und ich habe so, hier so einige wirklich um die Ohren gefahren. Rundenzeit irgendwie so 2,03 tief. Also macht richtig Laune. Mal vorweg auch noch Negatives, also klar, ein Motorrad aus der Schachtel wird für die Rennstrecke
und wir reden hier ja viel von der Rennstrecke, weil mein Kanal beruht ja auch auf die Rennstrecke. Jedes Serienmotorrad wird Probleme haben, auf der Rennstrecke zu fahren bis zu einer gewissen Rundenzeit. Und das Erste, was mir hier aufgefallen ist, ist klar eindeutig die Bremse. Die ist halt nach 3, 4, 5 Runden wird die weich und der Weg wird weicher und so. Ja, das wirst du auf der Straße nie merken. Ist hier ein Thema. Also wenn du hier weiter Rennstrecke fahren möchtest mit so einer ZX6R, wenn du die holst, dann wirst du nicht rundum kommen und die Bremse zu erweitern. Aber auch nur erst ab einer gewissen Rundenzeit. Also wie gesagt, wir sind hier jetzt seit 203 tief gefahren und das auch über 5, 6 Runden. Klar, du hast einen anderen Bremspunkt nach mehreren Runden, aber es geht schon noch. Also wenn ich jetzt damit fahren würde, dann würde ich jetzt hergehen und würde sagen, okay, andere Beläge, Stahlflexleitungen, vernünftige Flüssigkeit rein und so. Aber das ist ja Standard. Das ist ja völlig egal, ob du das jetzt bei einer BMW oder bei einer Yamaha hast, du eigentlich immer dasselbe Problem. Was ich am Fahrwerk verändern würde, und da würden jetzt viele sagen, das Fahrwerk ist vorne zu weich. Es kommt jetzt ganz auf die Strecke drauf an. Ich habe es eigentlich überraschend positiv gefunden, dass es so weich ist, weil ich bin ein sehr softer Fahrer und ich will, dass die vordere Gabel arbeitet und dass ich den Reifen, das Vorderrad spüre. Und da kommt halt die Faustregel wieder dazu, so weich wie möglich, so hart wie nötig. Und das trifft da wirklich sehr gut aus der Schachtel zu. Das passt vor allem hier im Pannoni-Ring, wo du halt viel, ne, viel Buckel hast und viel Schlaglöcher und viel Wellen. Da funktioniert das eigentlich wirklich gut. Bist du aufgeregt? Ja. Was hast du für eine? Die Kawasaki sind schon bereit. Wir haben jetzt hier die ZX6R zum Testen und der 400er. Fahrerbesprechung haben wir, glaube ich, schon verpasst, oder? Fahrerbesprechung haben wir voll verpasst, oder? Aber ich denke, egal, oder? Ich weiß es echt nicht. Ja, ist eigentlich wurscht. Ja. Bist du auch schon hier gefahren, oder? Genau, letztes Jahr bin ich einmal gefahren. Mit was bist du gefahren? Mit der ZX10RR. Ah, letztes Jahr, genau. Okay. Baujahr 18er. Genau, die also so Winter Edition da. Die schwarze? Genau. Ja, cool. Und wie war's? Ja, das ist ein Mördermotorrad, ne? Okay. Also, die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja. Aber ist natürlich, Tausender ist halt Tausender, ne? Die hat halt ordentlich Dampf und jetzt schauen wir mal heute mit 400er und 600er. Haben wir eigentlich zwei gleiche Motorräder, dass wir gemeinsam fahren? Also wir haben ja die Z400 und die Ninja 400 und die sind zumindest leistungstechnisch gleich. Okay, und eigentlich außer Verkleidung. Ja. Ich würde auch sagen, ja, da versuchen wir mal. Machen wir mal ein Battle. Gut, da habe ich wahrscheinlich keine Chance, aber ich gebe mir Mühe. Mal schauen, bleibst du dran. Ja, das hintere Federbein, vor allem jetzt in meinem Gewichtsbereich, ich wiege so um die, darf ich das sagen, 85. 80 bis 85 Kilo, mit Kombi wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr. Und ja, da hat das Federbein hinten Probleme beim Rausbeschleunigen oder vor allem auch so beim Lastwechsel. Wenn du in den Scheitelpunkt hineinbremst, die Bremse löst und wieder an das Stützgas rangehst, dann macht sie so einen kurzen Glück, Glück und dann taucht sie hinten quasi ein und hebt sich in dem Moment auch vorn wieder ein bisschen hoch. Wir werden heute Abend mal die Federvorspannung noch erhöhen an dem hinteren Federbein und hoffen, dass das noch mal einiges verändert. Also das wird es verbessern. Ob man es ganz wegkriegt, weiß ich nicht. Also es kommt wahrscheinlich auch aufs Gewicht drauf an und die ZX6R ist jetzt, ich bin vielleicht jetzt nicht als ambitionierter, schneller Hobbyfahrer vielleicht die richtige Zielgruppe dafür. Aber man muss auch dazu sagen, wenn es mir Spaß macht, warum soll es jemand anders nicht Spaß machen? Obwohl ich ja verwöhnt bin, also ihr kennt es ja, meine Motorräder. Ich bin ja wirklich verwöhnt und das macht halt echt Laune. Also vor allem, was halt so Laune macht, ist, wenn du hier mitsamt Spiegel und Nummernschild irgendwie die gemachten BMWs verbläst. Also das ist echt witzig. Die ZX6R hat halt jetzt auch schon Elektronik drin. Verstellbare Traktionskontrolle in 3 oder 4 Stufen, bin mir nicht genau sicher, spielt jetzt auch keine Rolle, aber sie ist verstellbar und sie ist auch ausschaltbar. Ich hatte sie jetzt in der ersten Stufe, also Stufe 1 heißt so viel wie so wenig wie möglich Regelung, und die Regelung war
angenehm. Ich habe sie gespürt. Also sie hat hin und wieder schon abrupt mal das Gas weggenommen. Das habe ich dann auch provoziert. Und wenn ich dann schneller gefahren bin, dann habe ich die Regelung auch dementsprechend oft gemerkt. Aber jetzt nicht unangenehm. Also nicht so, dass du deswegen aus dem Sattel hebst. ZX6 wirklich sehr gut. Aber sie braucht jetzt die Regelung nicht so zwingendermaßen. Also ich möchte es auch gerne mal probieren, sie auszuschalten. Durch das, dass sie hinten jetzt relativ soft ist, ist auch extrem viel Grip da. Also du kannst halt schon, zweiter Gang mit Slicks jetzt aus der tiefen Schräglage, machst du halt einfach kompromisslos einfach auf und hältst es dann auch so. Und dann fängt sie leicht an zu sliden. Und du kannst aber trotz alledem noch die Linie halten. Also das im Slide immer noch linienführig übers Vorderrad. Also man merkt wirklich, dass das Vorderrad sehr stabil ist. Und sie ist tendenziell dann schon ein bisschen übersteuernd. Was gut ist, weil wenn die Vorderachse soll ja theoretisch dahin fahren, wo ich hin will. Und die Hinterachse kann ich ja korrigieren, auch übers Gas oder in dem Fall auch ein bisschen die Elektronik. Und das macht sie gut. Also wirklich gut, also das ist wirklich verblüffend. Ich blende ein paar Onboard-Videos ein, wo ich mal aus der Hauskurve so richtig rausziehe und so. Das ist zweiter, dritter, vierter Gang, wo wirklich unter Vollpin. Der Quickshifter macht das auch wirklich sauber, smooth. Du brauchst nur mit den großen C einmal klack, klack, dann fallen die Gänge rein. Also das funktioniert wirklich gut. Und dabei ist das Motorrad wirklich noch linienführig, obwohl das Hinterrad da schon, ne, also das leichte Driftwinkel ist da schon zugelassen. Aber trotzdem funktioniert das wirklich gut. Negatives, wenn sie kaufen wird für die Rennstrecke, sowieso der Heckrahmen muss runter. Ja. Das ist eine optische Angelegenheit, aber gut, da kann man über Optik lässt sich bekanntlicherweise streiten. Aber im Summa summarum bin ich wirklich positiv überrascht von dem Motorrad. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, das Probe zu fahren, dann macht es mal. Also ich muss das nicht sagen. Ich muss es nicht positiv sagen. Das ist nicht Teil der Abmachung. Aber ich muss halt echt sagen, ich hatte jetzt den Fall, in den letzten Touren war halt wenig los und ich konnte jetzt wirklich mal 20 Minuten für mich alleine fahren. Und ich habe echt Spaß gehabt. Also es war vor allem hier am Pannoniering, macht echt Laune. Ich möchte wetten, wenn man ein bisschen Federvorspannung macht, hinten am Federbein und vielleicht ein bisschen so das Heck und so runter. Ich glaube, da könntest du richtig, also fängt 2-0. Also 2-0 könntest du hier fahren mit dem Motorrad, also wirklich. Vorderachse mega transparent am Kurveneingang auf der Bremse. Bin ich aber schon gewohnt gewesen von meiner ZX-10 eher, die vielleicht manche von euch kennen. Ich hatte die 2016er ZX-10 und die hatte halt auch ein riesen positive Eigenschaft, war halt einfach die Transparenz am Kurveneingang auf der Bremse. Das ist halt, Kawasaki hat halt da wahrscheinlich geometrietechnisch was sie immer gleich machen und man fühlt es da sofort wieder. Und man hat jetzt da nicht das Gefühl, dass das Vorderrad weit geht auf der Bremse. Also man fühlt sich relativ entspannt an. Also wenn du mal die Möglichkeit hast, die ZX6 eher zu fahren, mach das. Ich würde sie mir nicht gleich kaufen, weil es kann ja sein, dass du sagst, das gefällt mir gar nicht. Aber achte mal, wenn du sie fährst, achte auf genau die Sachen, die ich gesagt habe und versuch das mal zu kompensieren oder drunter zu legen und schreib es in die Kommentare, was du davon hältst. Ich kann jetzt natürlich nicht alle Details, nicht alle Eigenschaften von dem Motorrad besprechen, sonst wird das Video 2 Stunden lang und es langweilt irgendwann jeden. Aber das sind halt so die Dinge, die mir halt wirklich extrem aufgefallen sind.
Falls du neu bist auf meinem Kanal, check mal die anderen Videos aus, was ich noch alles so mache. Ich mache ja viel Tipps und Anweisungen, was du auf der Rennstrecke so machen sollst, um schneller und sicherer zu fahren. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, darfst du ihn gerne abonnieren. Gib mir einen Daumen hoch für dieses Video und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao. When I wanna hide from all the shades of